Das ist Wahnsinn. Verdammt, was ist das? Achso, da greift mich einer. Ja, das war das, was vorhin mit den Tutorials eingeblendet worden, von wegen, ja, das sind Leute, die können dich mit ihrem Seil greifen und dann hast du ein Problem, bla 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 bla. Und dann drückt ganz schnell X und dann ist alles wieder in Butter. War das eben hier auch so? Waren da auch so viele von den kleinen Typen, bevor es irgendwie richtig losging? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass hier so viel los gewesen wäre. Und warum hauen die jetzt auf einmal zur Hälfte alle ab? Ich meine, ich habe niemals keinen Bossgegner oder so gekillt. Das heißt, irgendwer von meiner Crew müsste jemanden gekillt haben, aber... Bleh. Gut, das hat sich gelohnt, der Kombinationsangriff mit Zorro gerade. Irgendwo, ist hier irgendwo jemand Besonderes? Nö, hier ist kein Pazifista und nichts. Komisch. Aber beim letzten Mal hatten wir die. Ja, ich bin mir da absolut sicher. Beim letzten Mal waren hier überall Pazifista. Zack, jawohl, ja. So ist gut. Also wäre schön, wenn ich mal mit so einem Kombinationsangriff ein paar Gegner mehr erwischen würde. Ne, ich brauche ihn jetzt nicht, danke. Jetzt, gute Frage, worüber rede ich als nächstes? Das Spiel gibt gerade nicht viel her, ne? Eben war wirklich Kacke am Dampfen und jetzt ist hier totenstill, das verstehe ich nicht. Also, wie kann das sein, dass mal hier 100 Pazifisten rumstehen und ein andermal nicht einer? Ich meine, das ist im Moment ist das gerade sehr gut, dass hier kein Pazifist rumrennt. Aber, ja, warum? Vorhin wirklich zwei Stück gleichzeitig und dann noch Sentomaru dabei, weil ich noch ein paar Gebiete weitergerannt bin, in der Hoffnung zu kommen zu können. Und jetzt nichts. Das kann eigentlich nicht sein, oder? Und wo sind meine Leute? Warum seid ihr jetzt wieder da hinten? Warum ist da jetzt wieder alles voll mit Soldaten? Was passiert hier, verdammt nochmal? Warum tauchen hier aus dem Nichts wieder Soldaten auf? Ich habe gedacht, das Gebiet wäre fertig gewesen. So, sterbt. Eigentlich wäre das jetzt die Gelegenheit gewesen, um mal einen Kombo-Angriff mit Zorro zu machen. Genau so. Und jetzt alles niedermetzeln. Oh, und Zorro setzt sogar noch ein Special hinterher. Das finde ich schön von ihm. Warum auch immer. Das passiert manchmal einfach. Ich weiß nicht warum, aber manchmal machen die Charaktere, wenn man sie als Partner reinruft, immer noch ein Special hinterher. Und ich habe keine Ahnung, was da für die Voraussetzung ist, ob ich dazu meine Special-Leiste voll haben muss oder was. Weil es kostet mich ja nichts von meinem Special, sondern es ist wirklich nur das Special des Partners, der gerade Lust dazu hat, sowas zu machen oder so. Und dann macht das einfach mal. Geben wir mal noch eine Chance, vielleicht macht das ja nochmal. Nö. Die Gegner hier halten aber auch verdammt viel aus, muss ich gerade mal so feststellen. Also, dass ich so viele Angriffe auf so ein paar Idioten machen muss, dass sie mal einen Geist aufgeben, das ist schon heftig. Das war alles mal viel harmloser, ja. Und wenn ich dran denke, wie das war, als ich das Level hier nur mit Zorro gespielt habe, das war so schön einfach. Ich sag's immer wieder, oder? Ich weiß, es war auf einem anderen Schwierigkeitsgrad, aber es war trotzdem so schön und toll und einfach herrlich. Okay, haben wir jetzt hier die Pazifista oder was? Ich sehe noch keinen. Aber das ist die Gelegenheit für Zorro reinzurufen. Sterbt, ihr Säue! Haha! Immer noch keine Pazifista zu sehen. Und auch sonst nichts. Ja, lass Zorro mal nochmal rein. Ja, der Angriff ging ziemlich in die Hose, zugegebenermaßen. Das ist schade, das ist eigentlich ein extrem cooler Angriff von Zorro, der extrem effektiv ist. Wenn man damit trifft, wenn man eben damit trifft, nicht so wie ich, ja. Und der viele Gegner gleichzeitig dran kann und der extrem leicht auszuwirken ist. Ich meine, man muss nur dreimal Dreieck drücken, dann macht er den Angriff. Was extrem cool ist, aber ja. Man muss dann eben auch treffen damit und... Das Problem ist einfach wirklich, schön, dass sie diese Partner-Reinruf-Aktion hier mit reingenommen haben, aber es ist... Man kann sich ja nicht bewegen. Also wenn ich Zorro reinrufe, als Partner zu kämpfen, dann kann ich mit Zorro mich nicht bewegen. Ich kann nur einen Angriff starten und hoffen, dass der in eine Richtung geht, in der auch gerade Gegner sind, damit ich die auch treffe. Was ziemlich dämlich ist. So, das Territorium hier müsste gleich befreit sein oder es passiert irgendetwas mit dem Territorium hier. Aber wo sind diese ganzen Pazifister und warum habe ich gerade Lebensenergie eingesammelt? Wow, da ist Sentomaru. Hallo, Sentomaru. Ich mache jetzt mal ein Dreier-Special. Das ist Gear 2, genau, wunderbar. Es geht also. Und ja, Sentomaru, die Drecksau haut ab. Ja, das war dumm. Ich hätte einen Draker-Move machen müssen. Komm schon, mach ihn alle. Das kann doch nicht sein. Du musst doch nicht mal ein bisschen was abkriegen hier. Oh, sieht so aus, als wäre mein Special schon wieder vorbei. Schade. Ich habe irgendwie gehofft, dass da könnte man ein bisschen mehr rausholen. Aber andererseits, Sentomaru ist fast besiegt und er ist betäubt. Das heißt, ich kann einfach weiter drauf prügeln. Super. Dann hebe ich mir meine Special-Energie mal noch auf.
Sentomaru ist eh gleich besiegt. Das Gute an Sentomaru ist, das einzig Gute an Sentomaru ist, sie haben ihn hier im Spiel extrem schwach gemacht und ihm keine Angriffe auf Entfernung oder so gegeben. Er kann nur im Nahkampf kämpfen. Und sein einziger Vorteil, den er hat, der wird hier nicht im geringsten thematisiert, nicht im geringsten mitgenommen. Denn Sentomaru hat eine Fähigkeit, die ihm eigentlich, die ihn eigentlich im Kampf gegen Ruffy begünstigt. Er kann nämlich all seine genialen Attacken einfach abwehren. Und er kann so vorhersehen und er kann dies und das und jenes und ja. Und er kann Ruffy mit seinen Attacken verletzen. Das ist auch etwas, das nicht selbstverständlich ist, denn Sentomaru kämpft, wie ihr seht, im Moment komplett ohne Waffe. Ich wollte das Ding nicht einsammeln, verdammte Kacke hier. So, stirb Sentomaru, ich hab die Schnauze voll. Aber er hat eben eine besondere Fähigkeit. Also Sentomaru hat eine besondere Fähigkeit, die es ihm erlaubt, Leute auch die, mit Teufelskräften zu verletzen. Also Leute, die Teufelskräfte haben, kann er trotzdem verletzen und das ist eine Fähigkeit, die viele Leute noch haben werden in der Serie voraussichtlich, denke ich mal. Ruffy hat die Fähigkeit im Prinzip auch, Zoro hat sie im Prinzip auch und vermutlich hat Sanji sie auch. Und viele Leute, die wir schon kennen, werden sie wahrscheinlich irgendwann auch noch haben. Und ja, man muss es eben erstmal wissen und dann trainieren. Und ja, das Ganze nennt sich Haki, ist eine Fähigkeit, die innere Kraft, quasi sowas wie die Aura oder das Ki oder was weiß ich was, auf seine Angriffe zu übertragen oder so, könnte man so nennen. Und ja, man kann es eben zum Angriff, zur Verteidigung und zu diesem, das und jenem nutzen. Und wenn man das kann, dann macht einen das wesentlich stärker. Und vor allem gibt es einem die Möglichkeit, auch Leute zu besiegen, die Teufelskräfte haben, die normalerweise unbesiegbar wären. Beispielsweise sämtliche Logia-Nutzer, Logia-Kräfte sind ja die Elementarkräfte, so wie zum Beispiel die Sandfrucht von Sir Crocodile, mit der man sich in Sand zerfallen lassen kann, um Treffern zu entgehen und so weiter und so fort. Oder die Smoke-Frucht von Captain Smoker oder die Eisfrucht von Admiral Blaufasan oder die Lichtfrucht von Admiral Kizaru oder die Lavafrucht von Admiral roter Hund. Was heißt roter Hund nochmal? Akainu? Ja, ich glaube Akainu. Genau. Also Inu ist Hund und dann muss Akainu wahrscheinlich dann roter Hund sein oder so. Ja, das sind eben Kräfte. Warum bin ich so scheintot? Jetzt mal ohne Scheiß, warum bin ich so scheintot? Was habe ich alles abgekriegt? Ich soll zusehen, dass ich hier wegkomme. Bei welcher Gelegenheit habe ich so viel einstecken müssen? Und gibt es hier irgendwo irgendwas, das mich ein bisschen aufpeppt wieder? Nö, ne? Das heißt, ich kann nur versuchen. Ich habe auch kein Special mehr. Wieso habe ich kein Special? Ich habe doch jetzt nur ein ganz normales gemacht. Müsste ich nicht noch jede Menge Special-Energie übrig haben? Ach gut, das kommt jetzt genau richtig. Lebensenergie voll. Gut, dann kann ich jetzt versuchen, mich mit dem Pazifista da anzulegen. Gibt ihr mir immer noch ein bisschen Special-Energie? Das wäre cool. Warum habe ich keine Special-Energie mehr? Das verstehe ich nicht. Was hat meine ganze Special-Energie gefressen? Und da ist der Pazifista. Genau, wunderbar. Au, au. Wow, zieht das viel ab. Er hat mich nur zweimal getroffen und au! Wenn das so weitergeht, macht er mich trotzdem noch tot, obwohl ich mich gerade aufgefüllt habe. Ich kann nicht angreifen, das gibt's nicht. Egal wie ich um ihn rumrenne, geh da weg. Ich muss auf ein freieres Feld, wo ich mehr Platz habe zum Kämpfen. Egal von welcher Seite ich ihn angreife, er kriegt mich immer zuerst. Also, ja, das ist. Problem ist ja, dass er auch Fernkampf kann. Er kann ja seine blöden Kacklaserstrahlen, von denen er gerade jetzt einen macht. Wow. Zum Glück kann man es wenigstens vorhersehen, welchen Move er machen wird. Aber okay, ich bin weg. Au, was mir nichts bringt. Und ihr seht gerade, was das abzieht. Ja. Ich habe es nicht mehr geschafft, rechtzeitig wegzurennen. Keine Chance. Okay, hier will ich nicht lang. Ich muss irgendwo hin, wo ich mir ein bisschen Special-Leiste holen kann. Anders brauche ich gar nicht gegen den Pazifister zu kämpfen. Der macht mich ja so oder so alle. Da unten war Lebensenergie. Die nehme ich mit. Schön. Das hier ist auch Lebensenergie. Schön. Und da ist mein Pazifister-Freund. Den ich jetzt mal gekonnt ignoriere, um mich hier vielleicht ein bisschen aufzuladen. Oder kommt dann jetzt gleich noch ein Pazifister und nochmal Sentomaru und weiß der Geier was alles noch. Man weiß nicht. Aber jetzt geht's wieder so los wie eben, ne? Kaum ist dieser blöde Pazifister-Cyborg da, kämpfe ich allein gegen ihn und habe keine Chance, weil er mich einfach total fertig macht mit seinen Kackangriffen. Und er zieht so unglaublich viel ab, vor allem wenn er mit diesem, mit dieser groben Laserattacke, wo er überall hinballert, einmal trifft, dann zieht das viel zu viel ab. Das macht mich total fertig.
Ein höheres Level wäre hier natürlich wünschenswert, dann wäre das Ganze einfacher, dann könnte man den wahrscheinlich mit ein, zwei Schlägen oder mit ein, zwei Specials wohl eher fertig machen, aber wir haben kein höheres Level. Also bleibt mir wirklich nur, mit aller Kraft gegen ihn zu kämpfen und zu hoffen, dass ich mehr Treffer austeilen kann als er oder so. Und selbst dann habe ich noch nicht gewonnen, weil er braucht mich ja nur ein paar Mal überhaupt zu treffen und ich bin erledigt. Nee, nichts da. Du schießt jetzt kein Laser auf mich. Wow. Was ist denn jetzt schief gegangen? Ich wollte eigentlich einen Kombinationsangriff machen. Ja, hier, sowas, genau. Sammelt euch mal, ihr Marine-Idioten. Ich brauche euch alle auf einem Fleck, damit ich euch besser fertig machen kann. Je mehr Leute ich gleichzeitig treffe, desto schneller ist mein Special-Leisten voll. Deshalb diese Idee, sie jetzt auf eine Ecke zu locken, aber... Oh, das lässt der Pazifist da scheinbar nicht so wirklich zu. Okay, jetzt kannst du aber dein blaues Wunder leben, Kollege. Nix da, du haust mich nicht und jetzt stirb! Kannst du nicht einfach tot sein? Es gibt's doch nicht, wie viel will der denn noch aushalten? Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg! Oh, das war aber Glück. Und wieder ein Special voll. Nee, du haust mich nicht, ich will nicht, dass du mich haust. Warum kannst du nicht einfach sterben, Mensch? Nimm dir ein Beispiel an deinen Kollegen von der Marine und stirb. Ich habe ja gesagt, eigentlich nahezu unbesiegbar, diese Pazifist. Das, im Intro haben wir es gesehen, da haben wir wunderbar so ein Vieh besiegt, aber das war nachdem Ruffy 2 Jahre lang trainiert hat, um genau zu sowas eben in der Lage zu sein. Das heißt auf gut Deutsch, er kann das jetzt noch nicht. Ich will weg hier. Tschüssi. Au. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Könnte das blöde Vieh jetzt langsam mal endlich sterben? Warum? Na endlich. So, jetzt muss ich nur noch die Gelegenheit kriegen, die Energie einzusammeln, die er theoretisch hinterlassen dürfte. Ja. Oh Gott. Leute, das war aber jetzt echt mal ein harter Kampf. Und jetzt kommt ihr. Na klar, ist super. Schön, dass ihr mir jetzt hier unterstützt, zur Hilfe kommt. Nachdem ich den blöden Pazifista besiegt habe. Nach ungefähr gefühlten 100 Stunden und den ungefähr 100 Toten, die ich gestorben bin. Zumindest im Geiste. Oh. Okay, bin ich jetzt Robin? Oh, ich bin jetzt Robin. Warum auch immer. Meinetwegen. Oh Gott, mit dem Robin habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Egal. Wir haben gerade gesehen, was passiert ist. Zorro war wohl im Kampf gegen einen der Pazifista und war ziemlich mitgenommen. Und in dem Moment taucht jemand auf, der genauso aussieht wie ein Pazifista. Und dieser jemand war Bartholomäus Bär, einer der 7 Samurai der Meere. Wie oft sage ich seinen Namen noch in dem Let's Play? Ich weiß es nicht. Er ist immer noch lächerlich, ja, ich weiß. Aber er hat Zorro im Prinzip gerettet. Keiner weiß genau zu dem Zeitpunkt, was eigentlich passiert ist. Und deshalb werde ich das auch nicht näher erklären. Ich denke, das Spiel macht das schon ganz gut. Irgendwann an der Stelle. Aber Tatsache ist, Zorro wäre gerade fast von diesem Pazifista-Cyborg erschossen worden. Und dann taucht auf einmal Kuma, also Bartholomäus Bär, auf und lässt Zorro irgendwie verschwinden. Wohin auch immer, wie auch immer, keine Ahnung. Aber Zorro ist weg. Zumindest wird er auf die Art nicht von seinem Laser durchbohrt. Also von, ja, von dem Laser des Pazifistas eben. Ja. Robin ist eigentlich gar nicht schlecht, finde ich. Also, ich meine, ja, ich kann wunderbar überall diese Hände auftauchen lassen und kann mit denen richtig viele Gegner gleichzeitig treffen. Das ist ja fast besser als Ruffy, könnte man sagen. Ja, Robin hat auch Teufelskräfte für diejenigen, die es nicht wissen und die es noch nicht gemerkt haben. Okay, Robin hatte Teufelskräfte, jetzt ist er weg. Oh, und jetzt darf ich als Frankie spielen, das ist cool. Frankie ist extrem cool. Ich meine, seine Moves sind cool, seine Sprüche sind cool, sein Aussehen ist seltsam, okay. Seine Bewaffnung an seinem Körper ist extrem cool und er ist in einer Hinsicht ein bisschen anders zu spielen als jeder andere Charakter im Spiel. Oh, scheiße, da ist ein... Ist das ein... Das ist ein Pazifista-Cyborg, okay. Frankie hat ein Problem im Vergleich zu jedem anderen Charakter.
Er hat nämlich neben seiner Lebensenergie und seiner Special-Energieleiste unten noch eine Kampfleiste, seine Cola-Energieleiste quasi. Denn da Frankie ein Cyborg ist, braucht er irgendeinen Treibstoff und der Treibstoff, den er benutzt, ist nun mal irgendwie Cola. Und das ist zwar schön und gut, aber ist sehr unvorteilhaft, wenn ihm die Cola ausgeht mitten im Kampf oder so, dann lässt es sich nämlich ziemlich schwer kämpfen. Das ist so cool. Bautz! Ich liebe das. Au, lass den Blödsinn. Ah, falsche Richtung, Frankie. Wo schießt du denn hin? Fehlt nicht viel, dann habe ich wieder das Special voll. Das Problem ist jetzt wirklich, wenn ich... Ich habe im Moment keine Cola mehr. Man sieht es an der Anzeige unter der Special-Energie-Leiste. Und wenn ich dann anfange, irgendwelche Angriffe zu machen, die eben ein bisschen anstrengender sind für Frankie, dann, ja, muss er sich hinterher immer kurz erholen und macht sich damit zur Zielscheibe. Ja, man sieht's ja, wie er dann kurz so ein bisschen zusammensackt und sich auf den Knien abstützt quasi und hofft, dass er dann nochmal fit ist, um nochmal weiterzukämpfen quasi. Das ist eben das Problem, das man mit Frankie hat, wenn man alleine kämpft. Wenn man einen Partner hat, den man reinrufen kann zur Unterstützung, dann ist es okay. Dann kann nicht viel schief gehen, weil dann kann man jedes Mal, wenn die Cola leer ist, kann man einen Move machen, mit dem man einen Partner reinruft. Und sobald man den Partner einmal kurz reingerufen hat, ist eben die die Cola-Energie auch wieder aufgeladen. Das heißt, man kann dann wieder normal weiterkämpfen. Aber ja, im Moment habe ich als einzige Person hier Chopper. Und Chopper kann ich nicht als Partner reinrufen, aus welchen Gründen auch immer. Komm schon, stirb! Es ist so wahnsinnig witzlos. Ich schieße mit einer Kanone in meinem Arm auf einen riesigen Cyborg und ich kann nichts tun. Okay, und jetzt stirb, Pazifista Cyborg. Hahaha, ich kann nicht wegrennen, verdammt. Okay, jetzt. Und jetzt kannst du ein blaues Wunder erleben. Strong Ride! Ach nee, Ultimate Hammer. Okay, nicht Strong Ride, sondern Ultimate Hammer. Machen wir das Ganze doch nochmal. Ich kann das jetzt noch 100 Mal machen und es wird wahrscheinlich immer noch nicht reichen. Aber es ist erstaunlich, dass ich mit Frankie so viel leichter gegen den Pazifista habe, als mit Ruffy vorhin. Allein schon die Tatsache, dass ich diese Fernkampfangriffe habe, sind, glaube ich, ein großer Vorteil. Also mit der Kanone auf so große Distanz auf ihn schießen zu können, macht es schon leichter. Hohohoho! Ja, Frankie, du hast es drauf, Mann. Was für ein trauriger Anblick. Das? Die Herstellung ist teuer? Achso, ja klar. Sendomaru redet gerade über die Pazifista Cyborgs.